Schon bei den kleinsten Ansätzen, das ist das Motto des Energiefresser-Programms der Energieberatung der Salzburg AG. Dieses Programm richtet sich an alle vierten Klassen der Volksschulen. Hier kommt eine Energieberaterin, ein Energieberater in die Schule und erklärt den Kindern spielerisch alles rund um die Themen Nachhaltigkeit, Energiegewinnung und Energiespartipps. Ja, also in der aktuellen Zeit ist einfach, oder sind die Themen Umweltbewusstsein, Energieeffizienz, Energiesparen einfach immer wichtiger. Dass man einfach ein Bewusstsein schafft und wir versuchen das einfach auf leicht verständliche Art und Weise. Also dieses Programm ist total empfehlenswert. Es hat uns total gut gefallen. Die Kinder waren sehr motiviert. Wenn eine außertürliche Person in die Schule kommt, der Referent hat sich super mit ihnen beschäftigt und sie haben wirklich eine Freude gehabt. Aber es ist einfach für die Kinderklasse und auch für mich als Lehrerin, wenn da ein Experte kommt und der da wirklich als Experte die Kinder das Wissen vermitteln kann. Also war cool mit der Biomasse, wie man das macht und mit Biogas. Also das war recht cool, dass man aus Holz und Stroh sowas herstellen kann, ist wirklich unglaublich. Wie man Energie erzeugen kann und was Energie eigentlich ist und wo man selber braucht und so. Am meisten hat mich interessiert, wie er uns erklärt hat, wie Strom entsteht, dass der Wind die Windräder antreibt und dann Bewegungsenergie entsteht. 63 Schulklassen mit über 1200 Schülerinnen und Schülern haben am Programm teilgenommen. Die drei besten Klassen, welche sich aus dem Endquiz ergeben haben, zeigten nun beim Landesfinale, was sie drauf haben. Von jeder Klasse treten immer drei Schüler an und es werden 9 Fragen gestellt mit jeweils 3 Antwortmöglichkeiten. Und pro richtige Frage kann eine Klasse maximal, sage ich mal, 3 Punkte erhalten. Wenn alle 3 Kinder auf dem richtigen Feld stehen, dann kriegen sie 3 Punkte. Die Freude bei den Kindern war riesengroß. Sie waren noch nie bei so einem Finale dabei. Dachsmach war noch nie dabei. Und heute sind sie ein bisschen nervös, weil sie ein bisschen Angst haben. Aber ich habe gesagt, dabei sein ist alles. Wir geben unser Bestes und ja, schauen wir. Ja, sie haben sich unheimlich gefreut. Es war ein riesiger, großer Freudenschrei in der Klasse. Ja, das war cool, weil wir haben da sicher 5 Schulen mitgemacht. Da haben wir uns voll gefreut. Und dann haben wir halt in der Klasse wollen da, wer antreten darf. Es wurde getüftelt, gegrübelt, mitgefiebert und gejubelt. Eines war klar, hier stehen absolute Expertinnen und Experten am Ratepult. Bei vielen Kindern gehören die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit auch zum Familienalltag. Ja, mein Gefühl ist es schon. Und ich habe auch das Gefühl, dass zu Hause schon Dinge passieren, die in diese Richtung schon gehen. Wir haben in der Bildungswoche schon sehr viel über Klima gelernt und das haben wir ein bisschen aufgefrischt. Also die Kinder sind mehr dabei oft wie die Erwachsenen. Die Tage später haben die Kinder da nur wirklich Fragen gestellt und haben mich Fragen gestellt oder wir haben noch gemeinsam recherchiert zu dem Thema. Also da war auch im Nachhinein noch das Interesse groß da. Gewonnen hat an diesem Tag jede der 3 Klassen. Den 300-Euro Gutschein für die Klassenkasse konnte die Volksschule Schlehdorf für sich entscheiden. Von den Profis gibt's jetzt auch noch einen Energiespartipp für zu Hause. Also wenn es geht, wenn wir kein Licht brauchen, dann drehen wir das Licht ab. Also, und wir lassen das Wasser nicht rein. Mit dem Rad fahren anstatt mit dem Auto vielleicht. Oder zu Fuß gehen. Noch mehr Energiespartipps und Infos rund ums Energiefresserprogramm finden Sie auf www.salzburg-ag.at/energieberatung.